Das könnte vielleicht was werden. Gefährlich jetzt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Ecke kommt in die Mitte. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Goretzka. Musiala ist das. Kondogbia. Llorente. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ja, er verliert den Ball. Llorente. Ball soll zu Griezmann. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Da wäre Platz für den Konter. Sie holen sich den Ball. Carrasco. Carrasco. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Matthijs de Ligt. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Beide gefährlich. Und jetzt ist diese Szene beendet. Da bekommt er Unterstützung. Davis. Erfolgreich gegrätscht. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Yannick Carrasco. Flanke für Griezmann. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Da ist er im Abseits. Llorente. Mané holt sich diesen Pass. Griezmann. Das könnte es sein. Immer noch gefährlich. Aber das war ohnehin abseits. Fahne sofort oben. Schöner Pass jetzt. Viel Übersicht bei diesem Pass. Nee, der Ball ist erstmal weg. Sehr guter Einsatz. Yannick Carrasco. Carrasco, da müssen Sie aufpassen. Flanke landet beim Gegner. Klasse Ballgewinn, vielleicht machen sie jetzt was draus. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Gute Szene, aber gibt Abstoß. De Ligt. Bislang läuft es in dieser Partie für die Bayern. Sie könnten hier gleich mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und das kann auch klappen, wenn sie denn nach der Pause so weitermachen. Nachspielzeit, eine Minute. Griezmann jetzt. Die Fans wollen den Abschluss. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler.
knapper Rückstand zu Beginn dieses zweiten Spielabschnitts für Atletico. Mal sehen, ob sie jetzt nach der Pause noch aufdrehen können. Yannick Carrasco. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Atletico mit dem Wechsel. Kimmich verliert den Ball. Ein toller Spieler. Die Fans von Aston Villa können sich freuen, dass er demnächst für ihren Verein spielen wird. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Ja, wird hier gut unterstützt. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Er ist also Freistoß für Atletico. Wechsel bei Atletico. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Kimmich. Gutes frühes Stören. Der Ball ist weg. Felipe. Kondogbia mit dem Ball. Marcos Llorente. Und dann verlieren sie doch den Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Choupo-Moting. Oblak ist da. Oblak mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz. Unglaublich. Jetzt wechseln sie hier aus. Jetzt der Eckball. Aus der Hereingabe hätten sie mehr machen können. Atletico jetzt mit Platz. Die Flanke jetzt auf Morata. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt können sie den Angriff starten. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Der kurze Eckball. Griezmann mit der Flanke. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Die Wiederholung dieses Treffers, zunächst die kurze Ecke. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Atletico hat jetzt vielleicht Platz auf dem Flügel. Die Flanke jetzt auf Morata. Und das war's erstmal wieder. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Joao Felix. Die Flanke bleibt hängen. Choupo-Moting. Das war sauber, er holt sich den Ball. Schön gemacht, Ball weiter im Spiel. Klasse Pass. Sie vergeben diese Riesenchance. Der Coach kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Ah, das sind so die Szenen, die jeder Keeper fürchtet. Dieser Fehler wird eiskalt bestraft. Ja, das darf man nicht machen in der Situation. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ein klarer Torwartfehler. Ja, völlig ungewohnt. Die Entscheidung, Buschi. Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen.
Musiala. So langsam wird es gefährlich. Pavard. Kimmich. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Leon Goretzka. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Atletico Madrid liegt im bisherigen Spielverlauf bei den Ballbesitzzahlen hin. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. So, die Bayern drücken nochmal auf den späten Ausgleich. Chance für Musiala. Oblak, ist es denn zu glauben? Er hält diesen Ball. Kein Tor. Die Zuschauer trauen ihren Augen nicht. Sagenhafte Parade. Wie ist er denn da noch rangekommen? Gut verteidigt. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Llorente. Morata. Wird das die Entscheidung? Oh, starke Parade, wichtige Parade. Und man spürt, jetzt geht vielleicht doch noch was. Wenn der reingeht, klar, dann ist das die Entscheidung. So bleibt die Hoffnung. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Da ist dieses Tor nochmal. Zunächst die kurze Ecke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gutes Tackling. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Ja, das ist ein guter Pass. Abseitsfahne ist oben, da hat nicht jeder mit gerechnet. Ah, ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Das war eine ganz enge Geschichte. Morata. Das sieht gefährlich aus. Morata, das ist die Chance. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich, Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. De Paul. Das ist der Schlusspfiff dieses Spiels. Bayern München muss hier einen...
Die Premiere, der erste Auftritt im neuen Trikot. Wird es ein Traumdebüt? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Es regnet, das Wetter spielt leider nicht so mit. Und damit herzlich willkommen hier im Dignity Health Sports Park, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Bayern München gegen FC Barcelona. Drittes Spiel in diesem Vorbereitung. Gefährliche Szene. Choupo-Moting, Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen Sie hier in Führung. Genauso hatten Sie sich das auch erhofft. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Rückstand für Barcelona. Hatten Sie sich anders vorgestellt? Mal sehen, wie Sie reagieren. Choupo-Moting. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das macht er gut. Ah, und Sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag. Zwei Tore sind Sie vorne. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann dieses wunderbare Tor. Was für eine Technik, da wird der Mut belohnt. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Mané. Mané. Schön vorbeigekommen. Mané bringt den Ball rein. Und die Flanke schnappt er sich. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da ist die Chance. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Leon Goretzka. Gute Chance. Das Ding hält. Ball ist noch im Spiel. Jetzt hat er den Ball. Ja, da müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit, nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Das gibt Einwurf. Sie gehen dazwischen. Goretzka. Goretzka. Nur noch der Torwart vor sich. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Sah durchaus nicht ungefährlich aus, gut geklärt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Attention, Jonathan Hayes. That's Jonathan Hayes. Please meet your daughter and guest relations. Serge Gnabry. Da ist der Ball. Gute Chance für Mané. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke kommt in die Mitte. Gut abgeblockt.
Sie stören früh, da ist der Ball. Serge Gnabry. Gute Chance jetzt. Gnabry. Noch ein Tor. Wieder schlagen sie zu. 3 Tore Führung also. Und viel dürfte da nicht mehr anbrennen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Die Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Hector Bellerin. Da ist der Ball weg. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und sie setzen diese Überlegung. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Kessi. Bayern München mit dem Ballgewinn. Mehrere mögliche Pässe jetzt für Mané. Mané, die Chance. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Da ist zunächst diese feine Einzelleistung von Sadio Mané. Und dann Sadio Mané aus kürzester Entfernung. Den kannst du nicht halten. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Stark gemacht, das könnte was werden. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Wo ist die Abwehr? Das fragen wir uns und vermutlich auch alle anderen hier im Stadion. Da sind sie ganz einfach zu offen, zu nachlässig und dann lässt sich das Tor am Ende nicht mehr verhindern. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Robert Lewandowski macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Jetzt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Fati. Und da ist das Tor. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Kimmich. Gnabry im Ballbesitz. Serge Gnabry. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Kimmich. Da haben sie die Chance. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen.
6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. So, wir hören's. Auf. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Er zieht einfach vorbei. Das Degen hält. Ball ist noch im Spiel. Erstmal keine Gefahr mehr. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Das ist die Chance. Eine sichere Parade. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er gut. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Kimmich weiter am Ball. Das muss es fast sein. Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Oh, viel Platz jetzt. Ja, zu früh losgelaufen. Abseits. Wechsel bei Barcelona. Spiel läuft weiter. Vorteil für Barca. Kein guter Pass. Goretzka. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Riesentalent, das ist keine Frage. Der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da ist die Chance. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Ecke wird kurz ausgeführt. Geht jetzt in die Mitte. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Da haben die Bayern Platz. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. An den Pfosten und dann ins Tor aus. Da trennt er ihn fair vom Ball. Franck-Yannick Kessier. Und den Ball hält er problemlos. Wir sehen das frühe Pressing. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Chance. Er nimmt die direkt. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. So ist das Tor entstanden.
Joshua Kimmich mit der Flanke und dann Serge Gnabry vor dem Tor aus kürzester Distanz, eiskalt, nervenstark, lässt dem Keeper keine Chance. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Gnabry. Weiter jetzt Herr Gnabry. Chance für Musiala. Da ist der Torwart da. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Musiala. Franck Yannick Kessier. Er holt sich den Ball. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gut verteidigt. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Musiala. Fahne ist oben, abseits. Enge Geschichte. Der FC Barcelona mit dem Wechsel. Pass zum Gegner. Nun Lewandowski. Araujo mit dem Ball. Schön vorbeigekommen. Sehr gutes. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Kein guter Freistoß. Ja, das können Sie viel, viel besser. Wir sehen den Wechsel. Kimmich. Ball bei Gnabry. Das sah natürlich gefährlich aus. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Gebt Gelb hier gegen Barca. Was sagst du dazu? Ich bin mir sicher eigentlich. Das geht in Ordnung. Zu harter Einsatz. Darf er sich nicht beschweren. Das war eng, aber er hat ihn. Zwei Minuten werden nachgespielt. Das frühe Pressing jetzt. Musiala. Er geht dazwischen. Dembélé. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft.
Okay, welcome everyone. We'll start with the questions now, please. Thank you. That's all we've got time for today. Thank you so much for coming, everyone. Es ist ein hochinteressantes Spiel. Ich glaube, beide haben hier die Gelegenheit, noch mal was auszuprobieren. Von der Taktik her, vom Kader her, von der Aufstellung. Ich glaube, auch in der Hinsicht wird es ein spannendes Spiel heute. Im Vorfeld dieses Spiels hat Mats Hummels durchaus einige Schlagzeilen gemacht. Denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele geschieden. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler. Hast hier viel erlebt und das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag stehst. Und so tritt der BVB heute also an. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? De Ligt. Lukas. Mané. Da haben wir Hernandez. Hernandez. Lucas Hernandez. Super gemacht vom Torwart. Er legt den Ball drüber. Ecke für die Bayern. So, Ecke kommt. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Den hat er förmlich geahnt. Upamecano. Angriff kommt über Musiala. Gehalten, stark gemacht. Ecke in die Mitte. Aus der Hereingabe hätten sie mehr machen können. Der BVB jetzt am Ball.
Schulz. Das ist Bellingham. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Da sind Mitspieler frei. Mani. Serge Gnabry. Gnabry. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwartecke ist. Der BVB ist im Rückstand. Jetzt müssen sie hier was tun. Mané wird gut unterstützt. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Chance für Musiala. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er geht vorbei. Da ist die Chance. Der muss passen. Tor ist leer. Ball ist drin. Da freut er sich, aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor, wir sehen es ja hier in der Wiederholung, schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Die Nummer 17. Ja, das könnte was werden jetzt. Musiala. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke kommt rein. Mané. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gnabry. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Kimmich führt aus. Ja, ja, den Eckball holt er sich. Da ist er zur Stelle. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gute Chance. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Jetzt kommt die Ecke. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen.
So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halt, er hat sich. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Nico Schulz. Das ist Thorgan Hazard. Sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Die Chance! So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Musiala. Musiala. Can. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Was macht er draus? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Mané wird gut unterstützt. Sadio Mané. Da passt der Torhüter auf. Ecke kommt von Kimmich. Ball geht weit vorbei. Kein guter Kopfball. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Mané. Gute Chance für Mané. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Pausenpfiff. Das war's in dieser ersten Spiel. Durchgang 1 hier im Europaparkstadion. Los geht's. Rückstand also für Borussia Dortmund und damit gehen wir wieder rein ins Spiel, in die zweite Spielhälfte. Vorne der Ballgewinn. Gnabry. So langsam wird's gefährlich. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Die Chance für den Konter. Sadio Mané. Gute Chance für Mané. Der Konter war gut, aber der Abschluss, oh, naja, eher nicht. Ja, so ein bisschen hat da die Coolness gefehlt, das Abgezockte. Canales ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Real Betis. Also mit ihm verstärken sie. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Der Ball kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke.
Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Chance. Da haben sie die Chance. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Leon Goretzka. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Nico Schulz. Gefährlich jetzt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Musiala. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Serge Gnabry. Die Chance. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Kimmich führt aus. Sadio Mane. Und jetzt die Ecke. Dortmund wechselt. Zu ungenau, aus diesem Ball können sie nichts machen. Da kann er jetzt erstmal klären. Da müssen sie aufpassen jetzt. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Da sollten sie dabei sein. Gnabry. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch. Jetzt ist der Platz da. Gefährlich, immer noch. Er hat Tor Nummer 3, unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Wenn sie so kommen lassen in Überzahl, dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Da bist du im Gehäuse machtlos. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Sie können es machen. Gut verteidigt. Gnabry mit dem Ballverlust. Wir nähern uns dem Schlusspfiff und im Moment sieht es nach einem Sieg der Bayern aus. Klare Führung. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wette. Gehalten war schon eine richtig gute Aktion. Der Ball kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Jetzt können sie kontern.
Da kommt der Konter. Da ist er alleine durch. Der muss dort drin sein. Der Mann mit dem Torinstinkt. Sadio Mané hat wieder zugeschlagen. Da ist das Tor. Und das ist wirklich ein richtig tolles Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse. Nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. 8 Minuten jetzt noch. Sadio Mané. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Tolle Aktion von Kobel. Kimmich. Mané, die Chance. Und da haben wir es, das Tor. Das ist die Wiederholung dieses Tors. Entscheidend ist zunächst mal, dass Sadio Mané sich hier durchsetzt. Und dann ist Sadio Mané zur Stelle. Im 1 gegen 1 gegen den Keeper. Den lässt er aussteigen, lässt ihm keine Chance. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Chance für Musiala. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell, ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Oh, Marco Reus. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Den Ball holt er. Weiter jetzt Herr Schnabri. Das war's für heute. Das ist der Sieg. Sie starten richtig gut in die neue Saison. Schöner Titel, wichtiger Titel. Besser geht es kaum. Also wenn Sie diesen Schwung wirklich mitnehmen können, dann können Sie dieses Jahr eine ganze Menge erreichen. Alle warten nur noch auf die Trophäe. Die bekommen Sie gleich überreicht. Und auch wenn es ein eher zweitrangiger Wettbewerb ist, Buschi, Sie freuen sich. Ja, ist ja auch klar. Das ist ein wichtiger Titel. Das zeigt, wie gut Sie schon vor der Saison sind. Und das registriert auch die Konkurrenz, die muss man dieses Jahr auf dem Schirm haben. Und es war ja auch ein starker Auftritt. Ja, absolut, definitiv. Das war...